Ja, Ramon Tanner, am Mittwoch haben wir noch zusammen gespielt und dann habe ich gesagt, wenn es einen Assist gibt oder sogar ein Goal, dann sehen wir uns heute wieder und so ist es rausgekommen. Ja, wir haben ein cooles Event am Mittwoch, hat Spass gemacht miteinander vom Eissee. Und ja, wir haben heute Charakter gezeigt, es war ein sehr, sehr toughes Spiel, extrem gutes Spiel gewesen. Und ich würde sagen, beste Werbung fürs Hockey, ja. Eben, beste Werbung fürs Hockey und nicht zuletzt darum, wenn es Fehler gibt, gibt es eben auch Goal. Und das ist natürlich auch jetzt für euch als Stürmer, ist das so flott oder habt ihr mit der vierten Linie eigentlich auch viel Eiszeit am Schluss? Ja, ich finde eigentlich die Saison haben wir es recht gut verteilt. Mit einem guten Flow, alle Linien. Und ich würde sagen, durch das Band machen wir einen relativ guten Job. Sonst wären wir nicht jetzt dort, wo wir jetzt sind. Und so macht es halt einfach Spass, ja. Jetzt habt ihr 10 Mal hintereinander gewonnen. Es gibt irgendwie einen Rekord, habe ich irgendwo gelesen, aus den 70er Jahren, glaube ich, 12 Mal hintereinander. Schafft ihr das? Ja, jetzt, ich habe es selber nicht gewusst, aber wenn du mir das so sagst, ist das sicher das Ziel. Nein, wir haben auch jetzt gesagt, wir nehmen Spiel für Spiel. Du musst jedes Spiel hart kämpfen, dass du es auch gewünscht. Und ja, wir machen einfach so weiter wie bis jetzt. Merci vielmals, weiterhin viel Spass zu erfahren. Nein, danke dir, merci.